Pleite vorprogrammiert, Florian Silbereisen muss ausgerechnet gegen der FB-Team ran. Am Samstag steht Florian Silbereisens Schlagerbom Open Air in direkter Konkurrenz zu Fußball-EM 2024. Droht ihm eine Quotenpleite? Dortmund, am Samstag, 29. Juni, blickt Fußball-Deutschland gespannt nach Dortmund. Das EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark steht an. Auch Schlagerstar Florian Silbereisen, 42, wird wohl nicht nur aufgrund des KO-Duells den Abend interessiert verfolgen. Denn er steht vor einer großen Herausforderung. Schlagerbom Open Air mit Florian Silbereisen im direkten Duell gegen EM-Achtelfinale. Florian Silbereisen muss sich nämlich mit seiner Show Schlagerbom Open Air am Samstag gegen die Live-Übertragung der Achtelfinalpartie des DFB-Teams behaupten. Während das K.O.-Spiel Deutschland gegen Dänemark um 21 Uhr angepfiffen wird, Vorberichte ab 19.25 Uhr, Anmerkung der Redaktion. Zeigen DWDR, NDR und MDR ab 20.15 Uhr die Wiederholung von Silbereisens Schlagershow. Das Schlagerbom Open Air mit Florian Silbereisen aus dem Tennisstadion in Kitzbühel wurde ursprünglich am 8. Juni im Ersten ausgestrahlt. Die Show musste allerdings wegen eines heftigen Unwetters als Aufzeichnung gesendet werden, was sich offenbar negativ auf die Einschaltquoten auswirkte. Letztlich verfolgten in diesem Jahr weniger Zuschauer die dreistündige Unterhaltungssendung als noch im Vorjahr. Für alle, die mit Fußball nicht viel anfangen können, Wiederholung von Silbereisens Schlagerbom im TV. Auf Instagram wirbt meine Schlagerwelt für die Wiederholung der Show mit den Worten, für alle, die mit Fußball nicht viel anfangen können. Am Samstag wird das große Schlagerbom Open Air mit Florian Silbereisen wiederholt. Schaltet ein. Dennoch dürfte es für den 42-jährigen Entertainer schwer werden, gegen das EM-Spiel anzutreten, das erfahrungsgemäß ein Millionenpublikum vor die Bildschirme lockt. Im August zeigt der MDR mit der Schlagerstrandparty bereits die nächste Silbereisen-Show. Allerdings erwartet Fans bei der TV-Ausstrahlung eine Enttäuschung. SK, verwendete Quellen, mdr.de, zdf.de.